There is a lake in Siberia, filled with red liquid that resembles human blood in its density, originating its name, the Red Lake. There are rumors of an unknown creature emerging from the lake. It could be mere talking, but we had no reports from the local forest for quite a while. Something must have happened. I got an urgent working call that day. They handed me secret files and sent me there. I should go to this Red Lake and find what's going on. It just seems like another easy job. Like stealing candy from a baby's hand. But still, I feel like nothing good awaits me there. But I have a task, and going back is not a choice. Ja, willkommen zu Red Lake. Der Lego hat mir das Spiel hier aufgezwungen. Er meinte per Skype als Textnachricht, ich bin getaggt, ich soll das spielen. Hab zwar kein Tag-Video gesehen, just arrived in the area, very foggy here, visibly low. First of all, I have to check the forest ranger and find out why he stopped communicating. Oh, cool, warum gucke ich auf einmal nach oben? Bewegt sich meine Sicht, wenn ich hier so, gucken wir mal nach oben. Ja. Die bewegt sich. Wenn ich jetzt so rechts, gucke ich auch nach rechts, oder? Wieder rechts. Jo, da ist mein Auto, mit dem wir angefahren gekommen sind. Ja, jedenfalls, das Spiel ist, kostet 5 Euro, glaube ich, auf Steam. Soll ein Horror-Shooter sein. Und ich bin hellauf begeistert, dieses Spiel hier zu spielen. Wirklich hellauf begeistert. Na, was soll ich sonst dazu sagen? Ui, schön. Ein kleines Teichlein mit fließend Wasser. Und endlich Munition, das ist ein positiver Aspekt. Und ich kann zoomen. So kann ich mich bücken. Oh, wie flüssig das mit dem Bücken läuft hier. Naja. Was soll ich über das Spiel sagen? Ich tue es halt nur. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich werde es... Okay. Da lief gerade ein Kätzchen vorbei. Ohne Textur. Und ich hatte eine verdammt blurry Sicht. Ich meine... So gesehen... Es ist... Nicht schlecht ein bisschen hier, so die Grasanimation, aber es ist irgendwie doch ein bisschen beschissen gemacht. Keine Ahnung. Ich habe nichts Gutes über dieses Spiel zu sagen. Vor allen Dingen, ich halte es für 5 Euro eine unheimliche Abzocke in Steam, ganz ehrlich. Naja. Es gab kostenlose Indie-Horror-Games. Ach, guck mal. Die waren schon weitaus besser und das hier ist ein Jumpscare. Oder ein versuchter Jumpscare. Der Typ sieht aus wie Elvis, da unten, der da unten steht hier, so Elvis als Zombie. Der King lebt, ihr seht also. Und er ist so nicht abzuknallen. Na? Na? Nö, nichts. Naja, dann lass ich. Genau, Elvis. New record in the note, press tab to read. Was zur Hölle war das? I've been warned that some objects and places are cause hallucinations. Maybe this is such a place. One thing's for sure, something is wrong here. Also eine Sache ist sicher, hier ist irgendwas faul. Und guck mal hier, diese riesen Dinger da und wie fallen nicht da durch? Ah, das ist... Kann ich sprinten? Ja, ich kann sprinten. Ente. Vogel? Oder was auch immer? Nicht abknallbar. Auf jeden Fall, oder? Oh, ich habe doch nicht unendlich Munition. Okay. Blöd gelaufen. Keep out, stand da gerade dran. Ich weiß gar nicht, muss ich überhaupt hier lang? Ich bin nicht sicher. Keep out, sagt er zu mir. Wie geht's jetzt weiter? Überspringen kann ich auch nicht. Geht's hier drumherum irgendwie? Was ist denn hier? Oh,
Hallo, Wauzi. Ich kann dich nicht abknallen. Hallo. Ich bin gerade über den Wauzi gelaufen. Und ich habe keine Munition mehr. Da ist die Tür. Die nicht funktioniert. Ja, dann sterben wir halt. Kill mich, du verdammte Töle. Kill mich. Nein, du killst mich nicht. Du killst mich nicht. Oh, da ist mein Stamina schon alle. Ach ja. Ich habe die Schusszahl da unten echt nicht beachtet. You died. Restart. Ja, super. Wie weit restarte ich denn? New record on the tab. Ach ja, ich bin schon wieder hier. Nö. Also das da unten ist mein Stamina, da oben ist mein Life anscheinend. Und es wird rot. Und Stamina ist alle. Das Schöne ist, ich starte wieder ohne Munition. Nein, wie blöd ist das denn? Das ist doch nicht. Ich melde mich gleich wieder. So, und da melde ich mich wieder mit 10 Schuss. Das ist doch ein bisschen fairer. Ich bin ja so motiviert. Habe ich das schon gesagt? Bach hatten wir. Elvis kommt auch gleich. Ich kann besser husten als du stöhnen, mein Freund. Naja, da war das. Nackte Mizi. Also nackt in der Hinsicht, dass keine Textur hatte. Und dieses Spiel ist FSK 18? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, muss ich echt mal nachschauen. Ich meine, das Ding hat bis dann kein FSK, das ist einfach auf Steam gelandet. Yo, Elvis! Elvis, da bist du ja! Hi! Genau. Ja, neuer Rekord irgendwie, Tab, bla bla. Ich laufe weiter. Also da rechts lang war schon richtig. Und jetzt kann ich auch die Töle abknallen, wenn sie mir in die Quere kommt. Töle? Töle! Heidi, Deidi, was für hübsche Beißerchen du hast. Irgendwie kommst du mir bekannt vor, Hund. Aus welchem Spiel habe ich dich schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Vermutlich aus Red Lake. Ja. Okay, hier ist die Stelle der absoluten Epicness. Oh, guckt euch mal das hier an. Seht ihr das? Seht ihr diese Spalte? Seht ihr diese Spalte? Und ein rotes Fass. Warum sind die Fässer immer rot? Aber jetzt für einen Moment die pure Epicness. Yeah. Nicht mal Lego kann so geil zusammenkrachen. So. Holladidada, da ist ja ein Häuschen und ein Brunnen. Und noch eine Höhle. Oh, zwei Höhlen. Und ich habe nur noch einen Schuss. Was zur Hölle? Wie soll ich damit klarkommen? Wie soll ich damit klarkommen mit... Oh Gott, nö. Okay. Sinnloser Krach. Und ich habe immer noch nur eine Kugel. To interact, press E. Then, if you come here and I will not be in place, be aware that the gate near the bridge replaced with the new one. I leave the key here, Tyler. Pick up the key. Nanu, new record in the tab note. Oh nein, nicht schon wieder Hundis. Ah, ich habe Taschenlampe, okay. Und sie bellen immer noch von da unten. Das heißt, sie haben mich
Nicht verlassen, die Kötölen. Oh, Tafel. Da steht nichts Besonderes. Moment mal kurz. Ach, das ist das Taschenlampensymbol da unten. Wie lange die Taschenlampe anhält. Ich verstehe, ich verstehe. So, das sieht mir nach Munition aus. So, soll ich meine Taschenlampe mal aufladen lassen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ist das auch Muni? Okay. Ja, das war Muni. Press E to use. Geht gar nicht mehr. So, jedenfalls können wir die Hunde jetzt... Du verwirrst mich jetzt ein bisschen. Jetzt, das ist doch kein Grund, in die Decke zu gehen. Ja, whatever. Da scheint es nicht durchzugehen. Wie zum Geier komme ich hier raus? Hä? Mindfuck. Und wieder dunkel. Weil ich Taschenlampe spare. Tür, geh auf. Tür? Oh, da brennt's draußen. Es wird eben gekocht. Kochen wir die Hunde, sobald wir hier mal rauskommen sollten. Irgendwie. Ich glaube, ich muss meinen Weg einfach suchen. Ist da hinter was? Ne, die Hunde sind... Die Hunde tun mir durch die Wand weh. Ist da unten irgendwas? Ist gar nicht mal so lange her, wo ich das Video von Leben gesehen habe, aber... Ich hab's vergessen. Ach, guck an, die Wand ist wieder hier richtig... Bla. Vielleicht muss ich die Tür aufschießen. Munition hätte ich ja jetzt genug. Ihr Tölen! Ihr Tölen! Ich höre euch ja, Hunde. Ich komme nur nicht zu euch raus. Das Spiel lässt mich nicht. Vielleicht doch die Tür aufknallen. Nein. Definitiv falsch. Hey, wo zum Teufel soll ich hin? Die Schuhe qualmen. So, jetzt habe ich irgendwas eingesammelt wieder. Ich habe echt keinen blassen Dunst, wo ich lang muss. Aber ich habe gesagt, dass ich das Spiel nicht weit spielen werde, weil es ist echt, keine Ahnung, es motiviert nicht, es ist beschissen und überhaupt... Naja, für 5 Euro könnt ihr es auf Steam kaufen, wenn ihr unbedingt mögt. Links setze ich euch in die Beschreibung. Aber ich habe echt... Ich habe echt die Nase voll. Ich halte das Spiel nicht lange durch. Guckt euch bei Lego ein bisschen an, der hat es auch nicht bis zum Ende durchgezockt. Wesentlich weiter als ich, aber nicht bis zum Ende. Ich finde ja auch keine Möglichkeit, hier rauszukommen. Oder geht die Tür hier auf? Hallo? Nö, die Tür ist auch nicht. Ach, guck an, Moment mal kurz. Hallo? Ist das... Etwas, was ich lesen kann. Ach, hallo. Hier gehen geht's also. Licht ist wieder aus. Das ist nicht SCP, falls ihr das glauben solltet. Ui, toll. Ein Jumpscare. Licht, bleibt doch mal an. Moment mal kurz, komme ich echt nicht über die Fässer? Ah, doch, komme ich über die Fässer. So, was haben wir denn hier? Rechts, links. Hier sind Säulen. Was die wohl zu bedeuten haben? Da sind auch noch Fässer.
Sich hier durchzusuchen. Da hinten ist halt ein Licht, glaube ich. Ja, wie, was? Hallo Licht? Keine Ahnung, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Was bist du eigentlich? Licht bleibt doch mal an. Keine Taschenlampe der Welt stellt sich so an wie diese hier. Außer diese Taschenlampe hier. Okay. Ich sehe, dass da gerade ein Kopf geschwebt ist. Ein ziemlich hässlicher Kopf. Lässt sich auch nicht abknallen. Aber es heißt Munition. Press E to use. So, Munition eingesammelt, 61 Kugeln, juhu. Hey, Moment mal kurz, wollte ich nicht eigentlich das Spiel hier aufhören? Eigentlich schon. Habe ich jetzt einen Jumpscare verpasst? Ich habe nichts gesehen, echt nicht. Ach, es hat diese Fässer umgeschmissen, na gut. Ich hab's verpasst. Oh, Leiter. Oder bin ich von hier gekommen? Wozu? Ah, ja, ich bin draußen. Na, hell genug ist es ja, da brauche ich die Taschenlampe ja nicht. Die ja eh sinnlos ist. Nur aufpassen, könnten vielleicht ein paar... Ich wusste es. You died? Restart? Nee, es reicht mir wirklich. Das Spiel ist mir zu blöd. Ich hätte nachladen müssen, ist klar, aber trotzdem. Kein Bedarf mehr auf dieses Spiel, echt nicht. Ich bin hier raus. Macht's gut. Tschüss.